Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, wir waren mit dem Häuslein da drüben so weitestgehend fertig. Jetzt. Ich habe immer noch das Texture Pack von Zelda, natürlich. Werde ich, wie gesagt, auch jetzt noch ein paar Folgen benutzen. Einfach, ich bin ein absoluter Zelda-Fan und ich finde das einfach cool. Auch in meiner privaten Welt werde ich das anlassen. Aber wir werden später natürlich nochmal wechseln. Ups, da war jetzt nichts mehr drin. Da auch nicht. Wir haben jetzt hier ein kleines Häuschen gebaut. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz reingucken. Also einrichten müssen wir noch. Hinten haben wir so ein kleines Zimmerchen. Ja, hier vorne war die Treppe nach oben. Ja, eine Tür müssen wir hier vielleicht noch bauen. So ein paar Türchen. Ja, ich wollte auch unter das Dach noch irgendwie. Das muss ich auch noch gucken. War ich mit dem Haus jetzt wirklich schon fertig? Weil ich habe das Geländer da außenrum noch stehen. Ich weiß es gar nicht. Habe die letzte Folge jetzt nicht angesehen, aber hatten wir es nicht fertig? Ich glaube doch. Ups. Sieht nicht fertig aus. Wir waren hier oben auch noch nicht fertig. Ach so, uns haben die... jetzt sehe ich es natürlich. Uns haben natürlich noch Treppen gefehlt. Es war also noch nicht fertig, das Dach. Da habe ich gerade Mist erzählt. Ich muss dazu sagen, meine Verteidigung ist die beste ever. Ich habe jetzt wieder sehr lange nicht gespielt. Ich habe wieder alle anderen Spiele vorgezogen, das neue Projekt gestartet. Und da war es natürlich noch nicht drin, jetzt in die Folge zum Beispiel reinzugucken. Aber ihr habt dafür ja sicher Verständnis. So. Ach, was mache ich denn? Mensch, ich bin es gewohnt, immer von innen nach außen zu kommen. Und nicht von außen selber dran zu bauen. Also es ist wirklich so, dass ich von innen nach außen prinzipiell auch im Privaten baue, dass ich mir immer irgendwie eine Luke lasse oder immer so einen kleinen Vorsprung habe. Irgendwas immer, damit ich nicht jedes Mal von außen aufs Dach kriechen muss. Nicht so wie hier. Ist ja auch so cool. In letzter Zeit, ich bin ja jetzt momentan auch häufiger auf Facebook, weil ich jetzt auch meine Bastelseite dort ein bisschen populärer mache und alles. Ist momentan ganz cool. Entschuldigt übrigens gerade das Blub im Hintergrund. Ich habe mein Skype wieder mal vergessen auszumachen. Ich weiß auch nicht, ob es unten im Bild reinflimmert, weil ich habe nur Mini offen. Also ich habe es nicht im Vollbildschirm. Muss mal kurz gucken. Irgendwie würde ich das so lassen wollen. Zack. Schick. Passt zwar aber keine... Doch, passt trotzdem noch drauf. Moment. Nee. Können wir keine drauf machen. Schade. Egal, finde ich so hübscher. So, nein. Ich spiele ja auf kleinen Bildschirm, sage ich jetzt mal. Schlicht und ergreifend, weil... ich im Hintergrund gerne gucken möchte, was für Musik spielt. Mist. Ich muss auch eine Ebene runter, wenn ich mich recht entsinne. Gut. Dann beginnt jetzt das fleißige Bauen in alle möglichen Richtungen. Dum 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 dum. Ach Mensch, jetzt. So, nein, ich habe auf jeden Fall im kleinen Modus, damit ich halt die Musik im Hintergrund habe, den Timer sehe. Also, schrägstrich, mein Timer ist ja jetzt... Moment.
Ah, wenn ich niesen, deswegen muschel ich gerade an der Nase rum. Nein, ich möchte auch, also ich habe einen Timer zwar nebenher laufen, damit ich nach jeder Folge so einen Cut machen kann, aber damit ich im Hintergrund sehe, wie groß meine Tonspur ist, also wie lang. Denn ich habe neuerdings ein paar Probleme, wenn sie zu lang ist. Das habe ich letztens wieder bei Sudeki gemerkt. Da habe ich ein paar Folgen am Stück aufgenommen, die Tonspur zwischendrin laufen lassen. Das hat eine halbe Stunde mit Speichern gedauert, aber wie gesagt, ich habe im Moment ja eh ein paar Problemchen deswegen. Mit dem ganzen Aufnahmeprogramm und allem. Ärgert mich auch, aber was soll ich machen? Oh. Wir machen auch mit Gegnern, ich weiß, und ich bin hier gerade in der Nacht unterwegs. Ich traue mich auch gerade irgendwie gar nicht runter zu gehen. Denn eigentlich haben wir ja die Gegner an, ne? Ich guck mal ein bisschen genauer. Da ich auf Kleinspiele ist es auch ein bisschen schlecht zu sehen. Aber hier müssten eigentlich Viecher rumrennen. Oder reicht das bisschen Sonne? Ich möchte jetzt eigentlich nämlich auch nicht vom Dach runter. Aber rundherum ums Haus ist es ja auch hell genug. Und bevor ihr fragt, wir werden das hinterher natürlich alles wieder ganz artig abbauen. Das ganze Holz, Gedönse. Ich will hier nämlich kein sinnloses Zeug irgendwo rumflankieren haben. So, jetzt hier lang. Zack, zack, zack. Bam, 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 bam. So, nein, da habe ich Skype angelassen, heute aus Versehen mal. War nicht wirklich beabsichtigt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe auch ehrlich gesagt jetzt nicht damit gerechnet, dass mir irgendwer um die Zeit jetzt schreibt. Wobei es eventuell logisch ist, da ich in letzter Zeit relativ oft angeschrieben wurde. Aber naja, so, müssen wir hier rum? Ja, wir müssen noch hier rum irgendwie. So, das dahin. Nein! Ach, eine war noch. So. Zack. Zack. Mensch. So, jetzt. Oh, 2-1-2. Jetzt habe ich mich verschätzt an Würfel. Ich gerade, ich sehe nicht mal Gegner in der Umgebung. Was ist denn das? Mensch! Weg! Kst. So, schön. So. Also ihr seht schon, es ist so ein absoluter Verzweiflungsakt, den ich hier gerade eigentlich schon mache mit dem Bauen. Das war schon zu weit. Glaube ich jedenfalls. Ich verschätze mich hier gerade, aber ich werde das ja auch alles hinterher wieder fein säuberlich abbauen. Denn wir wollen ja hier keine Reste rumflankieren haben. Die Dunkelheit nervt mich minimal. Aber es wird schon irgendwie gehen müssen. So muss ich hier eigentlich nicht, ne? Das ist ein Fenster, oder? Das muss ich gerade selber nachfragen, ist das peinlich. Ich glaube, ich habe dort ein Fenster eingeplant gehabt. So. Genau. Fenster. Jetzt müsste ich also das Dach so bauen, ne? Mal kurz ein Stück zurückgehen und mal gucken. So berauschend sieht es jetzt ehrlich gesagt nicht aus, aber besser als es ganz nackig lassen. Ihr seht bestimmt gerade nichts. Ich sehe auch gerade nicht so viel. Bitte schön, wir haben mal ein bisschen Licht. Nicht, dass uns hier dann noch ein Creeper von hinten irgendwo erscheint. Ups.
So, sind wir auf der Höhe erstmal. Na, wer kennt die Musik? Wer erkennt, von wo sie ist? Aus welchem Bereich aus Zelda Majora's Mask? Auflösung folgt gleich. Also wenn sie dann zu Ende ist. Irgendwann. Es macht Spaß. Ich fühle mich hier so oben wie so ein bisschen so wie ein... Oh. Ich habe gerade Mist gebaut, wie ich das gerade sehe. Na super, das kann ich gut missbauen. Na ja, gut. Ist egal. Machen wir weiter. Wenn mir begegnet hier oben jetzt irgendwo ein Creeper, da wäre ich sauer. So, ihr Lieben, diese Musik ist aus dem Canyon, denn dort ist ja dieses Musikboxhaus und daraus ist die Musik gewesen, für die, die es jetzt versucht haben zu erraten. So. Wir versuchen jetzt weiter rumzukommen. Die Folge ist leider fast zu Ende, aber wir kriegen das Dach wenigstens noch schnell fertig. So, das ist fertig. Ups. Dann fangen wir mal an mit Abbauen. Ich hoffe, wir werden nicht runterfallen, denn noch ist Nacht. Die Sonne geht noch nicht auf, wie ihr seht. Es regnet auch in Strömen. Ist auch nicht so schön. Ich höre auch, wenn es jetzt hinter mir zischt, bin ich ganz ehrlich. Die Blitze finde ich übrigens richtig hübsch. Wie das alles hier dann kurz nochmal erhellt wird. Huch! Das ist übrigens Zoras Quelle. Ich glaube nicht. Eigentlich bin ich relativ sicher, dass das aus, nicht aus Majora's Mask ist, sondern eher aus Ocarina of Time. Damit ihr auch gleich wisst, woher die Musik natürlich ist, weil ich weiß gerade nicht so richtig, was ich erzählen soll. Ich habe halt panische Angst, dass jetzt ich irgendwie runterfalle, mich ein Monster killt oder ich durchs Runterfallen sterbe oder dass da unten das Zeug zu schnell verschwindet, bevor ich unten bin, was bestimmt passieren wird. Ich kenne doch mein Talent. Besonders, wir haben bloß eine Steinsäge. Damit dauert das ja eh alles noch mal ein bisschen länger, bis alles abgebaut ist. Das ist jetzt die Musik vom von Last Day, heißt es. Das ist vom letzten Tag aus Majora's Mask, würde ich sagen. Ganz hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, weil ich nicht ganz richtig lesen kann, weil ich sehe bloß das Last, deswegen gehe ich einfach davon aus, dass es das Last Day ist. Weil Last heißt ja letztes, also letzter Tag. Hier ist der Titel. Das ist das Einzige, wo das Wort Last drin vorkommt. Creeper? Nö. Muss ja mal gucken. Also Folgen werden auch, wie ihr merkt, ein bisschen minimal random lang. Also es wird unterschiedlich. Mal ist eine halt ein bisschen länger, mal eine ein bisschen kürzer. Gerade wenn wir jetzt hier am Haus bauen oder auch die Ebene rundherum ein bisschen flacher machen. Es ist nicht so viel zu sehen. Reden tue ich ja auch nicht so viel Interessantes. Gerade in letzter Zeit habe ich nicht so viel zu erzählen. Ich rede gerne normalerweise. Ich rede auch immer viel und ziemlich über banale Sachen und auch mal über langweilige Sachen und mal über sehr aktive Sachen. Aber im Moment bin ich ein bisschen ruhiger, weil mein Privatleben geht momentan bergauf, bergab. Es ist ein stetiges Hin und Her. Ich habe zum Beispiel jetzt erst ein Gewerbe angemeldet. Wegen meiner Basteleien habe ich... Also habe ich jetzt nicht letztens erst gemacht, habe ich schon ein bisschen länger jetzt eigentlich. Habe ich schon ein paar Wochen. Habe es meinen Eltern noch nicht gesagt, weil meine Eltern eigentlich voll dagegen waren. Eigentlich waren sie sogar voll dagegen, dass ich mein Zeug verkaufe. Aber
ja, es ist halt meine Entscheidung. Und damit müssen sie es eigentlich leben. Eigentlich sage ich, weil nicht alle Eltern sind immer gleich hundertprozentig damit einverstanden, was die Kinder machen. Meine Eltern sind da das beste Beispiel. So, wir haben fast alles eingesammelt, würde ich sagen. Hier noch rum. Es ist oder es wird Tag, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich weiß nur, dass es hell ist. Und dass wir alles eingesammelt haben. Juhu! Und dass natürlich das Dach fertig ist. Ich finde das... So aus dem Winkel sieht es jetzt gut aus. Ich werde, wenn ich jetzt noch ein Stück rüber gehe, dann sieht es komisch aus. Habe ich doch gedacht. Kann ich noch was mitnehmen? Aber gut. So. So sagen die, die nicht weiter wissen. Ich weiß. Machen die Blätter erstmal hier rein. Und jetzt ganz kurz überlegt. Genau so. So, wir haben ein paar Blätter gemacht. Denn ich möchte später Bücher herstellen. Nur dafür bräuchte ich das im Moment. Und damit ist die Folge aber jetzt erstmal auch schon beendet. Wir haben das Dach halt fertiggestellt. Und ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.